Servus Freunde und willkommen zurück bei Shisha Vigi. Ihr seht hier schon zwei Köpfe auf den Pfeifen, es sind auch schon Kohlen drauf. Wir testen heute die Harmony Bowl, ein sehr guter Funnel meiner Meinung nach, gegen einen günstigen 6 Euro inklusive Versandfunnel von Wish. Ich bin sehr gespannt, ob das Ding taugen kann, wieso der direkte Vergleich zwischen den beiden Dingern ist. Wir haben das exakt selbe Setup, wir haben dieselbe Pfeife, wir haben dieselbe Kohle, wir haben denselben Kopfaufsatz. Leute, Intro, Kopfbau. Und dann sehen wir uns wieder hier zum Rauchen. So Leute, wir gucken uns die Köpfe hier als erstes mal an. Auf der linken Seite die wunderschöne Harmony Bowl. Ja, ein sehr, sehr guter Kopf. Ein Funnel, den ich auch sehr gerne empfehle. Passt wunderbar. Ein Lotus 1 Plus obendrauf. Sitzt auch schön innen. Also wunderbar. Ihr seht das hier, die Kanten sitzen da sehr, sehr gut. Und einfach die allgemeine Qualität von dem Funnel ist halt einfach der Wahnsinn. Ne? Es ist sehr, sehr, eine sehr, sehr geile Tonart. Ist sehr, sehr gut verarbeitet. Der fängt auch nicht an zu bluten, im Gegensatz zum Oblaco zum Beispiel. Da hat man ja zum Beispiel die Probleme. Also die Harmony Bowl ist einfach ein wunderbarer Kopf. Einziger Nachteil von der Harmony, da muss halt manchmal ein bisschen Tabak rein. Ne? Also je nachdem, was ihr da für ein Modell erwischt, beziehungsweise wie euer Modell ausfällt, kann das Depot mal tiefer und mal flacher sein. Kann Krise sein, aber an sich super, super guter Kopf, die Harmony Bowl. Hier haben wir jetzt unseren wunderschönen Wish Funnel. Und das Ding ist, der wiegt auf jeden Fall schon mal, weiß ich nicht, ein Drittel weniger, die Hälfte. Also wir sehen es ja auch schon hier am Ton. Das sieht hier auf jeden Fall schon mal viel, viel geiler aus. Also das hier ist eine sehr feine, gleichmäßige Masse so. Also weiß nicht, das sieht nach billiger Keramik aus und nicht nach geilem Ton. Wir haben einen kleinen Verarbeitungsfehler hier innen im Funnelloch. Das wäre jetzt aber eigentlich nicht weiter schlimm. Depot, würde ich sagen, ist ein bisschen weniger groß als das von der Harmony Bowl. Dafür aber tiefer. Der Lotus passt aber auch hier eigentlich ganz gut drauf. Also das ist okay. Ja, also wir sehen es, das passt eigentlich ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie die Hitzeeigenschaften sind. Und Leute, das Ding kostet 3 Euro auf Wish plus noch irgendwie mal nochmal 3 Euro Versand. Also habt ihr für 6 Euro ein Funnel ohne Smokebox. Und die Harmony Bowl, ja, die kostet halt je nachdem, wo ihr die Wand kauft, halt ja, auch mal zwischen 28 und 30 Euro oder sowas. Ne? Deswegen ist die Frage, wie viel schlechter ist der und rechtfertigt das den Kauf jetzt von sowas? Oder sollten wir vielleicht doch so billige China-Funnel mit in die Empfehlung aufnehmen, weil 6 Euro gegen 30 Euro. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir bauen die zwei Köpfe jetzt erstmal und dann rauchen wir die auf den identischen Pfeifen und mit identischer Kohle und alles identisch. Selber Tabak, pipapo, alles gleich. Nur die Köpfe halt unterschiedlich. Aber wir bauen erstmal ein Köpfchen. Gebaut wird ein Köpfchen Holster Grape Mint. Wir schnappen uns da mal ein bisschen was auf unsere Gabel und streichen das dann in den Kopf. Ich werde beide auf Noppenkontakt rauchen. Das ist immer so mein Test-Setup, sage ich mal. Oh, nicht Tabak auf den Kalaut hier schmieren. Das ist immer so mein Standard-Test-Setup, wenn es um neue Köpfe und sowas geht, die man eben mit Kalaut rauchen kann. Da weiß ich eigentlich immer am meisten, wie das schmecken soll, wie das funktioniert, wie das laufen sollte und so. Ich versuche, die relativ identisch zu bauen. Ja, das heißt, locker fluffig rein. Ein bisschen verteilen, sodass das Ganze auf Noppenkontakt ungefähr kommt. Ist jetzt schon hier so ja, ein bisschen feiner, feuchter so vom Holz daher. So, aber so sollte das Ganze schon laufen. So, dann schnappen wir uns nämlich immer einmal die Smokebox, legen die einmal drauf und merken, okay, der hat auf jeden Fall Noppenkontakt. Dann ist unsere Harmony Bowl fertig und dann bauen wir mal noch den Wish Funnel, würde ich sagen. Der ist auf jeden Fall schon mal tiefer. Also ich glaube, etwas breiter und flacher von der Harmony Bowl würde mir erstmal vom Gedankengang besser gefallen, weil ihr wisst ja, je tiefer so ein Depot, umso weniger gut kann man den Tabak wirklich komplett verbrauchen. Deswegen, ja, wäre mir vom Depot her, so vom Ersteindruck, die Harmony Bowl ein bisschen lieber. Aber ob das jetzt 28 Euro wert ist statt 6 Euro, das ist natürlich sehr fraglich, ne? Was ich ganz gut finde an dem Wish Funnel ist, dass das Funnelloch in der Mitte auf jeden Fall einen guten Ticken niedriger ist als der Rand außen. Also auch mit Alufolie sollte man den eigentlich ganz gut rauchen können, weil ihr die Alufolie so ein bisschen weniger leicht anziehen könntet. Ja? Also tendenziell
ja, wird es hier, ne, wenn ich hier die Gabel drauflege, ihr seht, die hat auf jeden Fall noch gut Abstand unten zum Funnelloch. Das heißt, das sollte da auf jeden Fall schon mal passen, dass man den easy mit Alufolie rauchen kann. So, so wie bei der Harmony Bowl verteile ich das eben so, dass da überall Noppenkontakt ist. Also überall die Höhe so ungefähr auf Noppenkontakt ist. Und ohne das Ganze jetzt richtig krass anzudrücken, sondern nur zu verteilen. Und dann können wir hier auch die Smokebox drauf packen. Und auch hier merken wir, wenn wir es drauf sehen, also ich merke es zumindest, wenn ich es drauflege, die Noppen kommen auf jeden Fall an den Tabak. So, ich würde sagen, ich hau mal zwei Pfeifen an, mach das Ding ready und dann sehen wir uns gleich, wenn wir das Ding rauchen. Ich bin mal sehr gespannt, was so ein 6 Euro Wischpfanne für einen Unterschied macht gegenüber der Harmony Bowl. Okay, so. Hello, die Kohle ist an. Wir brauchen eigentlich nur einen Schlauchanschluss. Wir stecken dann einfach den Schlauch immer um. Deswegen können wir den beiseite packen. Und ich würde sagen, wir schmeißen hier mal die Kohle rein. Ich versuche schnell zu sein, sodass man nicht meckern kann, dass ein Köpfchen ja zuerst Hitze bekommen hätte. So, zwei in den Wish, zwei in die Harmony. Das sind natürlich auch dieselben Kohlen. So, wir packen bei beiden 2,5 erstmal drauf zum Anrauchen. So, ne? Hashtag Kantenbasis. Grüße gehen raus in Janek. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wer sich da irgendwie schneller anrauchen lässt oder so, ne? Ja. So, also die Kohle ist ja erst seit wenigen Sekunden drauf. Wahrscheinlich sollte da noch nichts kommen, aber wir nehmen mal den ersten Zug. Leute, ihr hört das nicht? Der Kopf zischt. Der hat gerade richtig gezischt. Ich weiß nicht warum. Ich habe beide gut abgetrocknet. Ich habe beide gleich abgetrocknet. Aber irgendwie hat dieser Kopf gerade gezischt. Weird shit is happening. So, erster Zug. Kommt halt noch nicht viel, ne? Gucken wir mal, ob bei der Harmony das Ganze anders aussieht. Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Hört auf jeden Fall schon mal, sie klingen anders, weil der Lotus sitzt bei der Harmony sehr nice innen auf dem Ring. Bei dem Wish Funnel liegt er hier außen auf der Kante. Eigentlich kein großes Thema, Leute. Das sagen auch immer wieder so, ja, aber mein Color, der passt nicht perfekt auf den Oblaco. Das funktioniert auch so, Leute. Wenn ihr hier so eine kleine Kante seht, kein Grund zur Sorge, das klappt. Ja, könnt ihr trotzdem so machen, ist kein Ding. Aber vom Geräusch her merkt man da halt auf jeden Fall einen Unterschied. Ich habe auch das Gefühl, dass bei dem ein bisschen besserer Durchzug ist. Könnte aber eher an meiner Bauweise liegen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das aufgrund von dem Kopf so ist. Also dass der Kopf für mehr Durchzug sorgt. Die haben beide ein ungefähr gleich großes Funnelloch. Okay, die Harmony Bowl kommt langsam richtig in Fahrt. Geschmack kommt auch langsam durch. Also wird halt immer intensiver, ne? Natürlich war der auch vorher da, aber jetzt mit der Zeit wird es natürlich immer besser. Okay, sag mal, ich muss mal eine Zange holen. Ich muss mal gucken, ob da jetzt unten Noppenkontakt ist. Vom Durchzug her ist es wirklich sehr leicht. Ich würde sagen, ich habe da ein bisschen zu flach gebaut. Aber ich brauche mal eine Zange. Zange gefunden, wenn wir mit der Noble Dust Pfeife rauchen, dann nehmen wir uns auch die schöne Noble Dust Zange. Bin ich eh großer Freund von. Nee, der sollte auf jeden Fall drinnen hängen hier. Aber wir kriegen es wirklich nicht hin, dass die Kante drinnen liegt. Also es passt nicht perfekt. Aber wie gesagt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber vielleicht braucht er auch einfach nur eine Sekunde länger, bis er heiß ist. Aber so beim Ziehen schmeckt man noch fast nichts im Vergleich die Harmony. Okay, okay, krass. Können wir mal bei der Harmony hochheben, gucken, was da so dran hängt. Ja, bei der Harmony auch nur ein kleines Tabakfitzelchen.
Die Harmony können wir wieder richtig schön hier reinsetzen. Ne? Das passt echt gut bei der Harmony. Aber wie gesagt, beim Oblaco passt das manchmal auch nicht perfekt und da habe ich trotzdem gute Ergebnisse. Also ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass das nicht perfekt drinne hängt. Aber Harmony ist voll da. Harmony ist noch nicht 100%, aber schon so gut auf 90%, würde ich sagen, ist die Harmony Ball. Nee, auch beim Ziehen super flach auf dem Gaumen. Also bis jetzt, wenn es nicht mit an meinem Kopfball liegt, wäre das ein kranker Unterschied. Also wie Tag und Nacht, richtig schön vollmundig, süße Traube auf der Zunge. Ist übrigens beides, der neue Holzer Grab Mint. Süße Traube auf der Zunge, du merkst sie richtig krass. Und hier hast du so einen leichten Minzgeschmack. Aber von der Traube merke ich in dem Setup jetzt noch nicht so viel. Vielleicht braucht er einfach länger, bis er heiß wird, bis er am Start ist. Schauen wir mal. Aber die Harmony, da würde ich schon langsam bald die dritte Kohle runternehmen, muss ich sagen. Wobei er auch mit 3 gerade sehr gut läuft. Sehr verrückt. Also mit dem Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte wirklich gedacht, dadurch, dass der aus billigerem Ton ist, wird er sich schneller erhitzen, wird aber auch schneller wieder abfallen. Und ich hätte gedacht, die Harmony Bowl, dadurch, dass sie massiver ist und aus geilerem Ton, dass sie sich langsamer erhitzt, aber die Temperatur konstanter hält. Das wäre mein Tipp gewesen. Aber bis jetzt, Harmony Bowl schon fast an. Wish Funnel, wo, Digga? Okay, jetzt kommt er langsam ein bisschen mehr. Also er braucht wirklich einfach eine Sekunde länger als die Harmony. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber so vom Geschmack her, würde ich sagen, ist der Tabak aktuell höchstens auf 50, 50 ist vielleicht ein bisschen unfair, 65% maximal von dem, was er kann. Bei der Harmony Bowl sind wir jetzt schon, obwohl wir noch beim Anrauchen sind, schon bei 90% Pi mal Daumen. Aber so langsam kommt er. Er braucht nur ein bisschen Zeit, aber es funktioniert. Auf jeden Fall kein Drücken, kein Kratzen, nix. Lässt sich sehr, sehr angenehm anrauchen. Aber die Harmony Bowl, die ist halt am Start, ne? Direkt voller Geschmack. Du merkst schon beim Ziehen, merkst du schon bei der Harmony diese krass süße Traube auf der Zunge. Du merkst direkt dieses süße Gefühl auf der Zunge. Beim Wish Funnel nicht. Beim Wish Funnel ist es eher so eine Minze, die du beim Ziehen merkst und beim Ausatmen hast du dann die Traube mit dabei. Aber wie gesagt, ich glaube, die Harmony ist auch einfach ein bisschen früher dran, was mich wie gesagt krass verwirrt, weil ich gedacht hätte, der wird sofort heiß, aber sobald die Kohle kleiner wird, auch sofort kalt. Ich würde sagen, ich rauche die mal beide an und dann kommen wir nochmal zu einem Vergleich, wenn wirklich beide da sind. Ja, kann sein, dass das da einfach noch ein paar Minuten dauert. Interessante Feststellung. Obwohl es derselbe Tabak ist, finde ich, im Wish Funnel kommt die Minznote krasser rüber als in der Harmony. Vielleicht, weil es mehr Tabak ist, der fluffig liegt und bei der Harmony eher ein bisschen flacher und dafür ein kleines bisschen breiter. Nicht viel breiter, es ist wirklich nur minimal. Aber das sehen wir allein daran, hier sitzt der Rand nicht innen, hier sitzt der Rand schön innen. Also Harmony Bowl flacher, minimal breiter und der Wish Funnel ist ein bisschen tiefer. Also wenn euch Tabakverbrauch wichtig ist, wäre die Harmony Bowl die bessere, aber ich sag mal so, bis du die 4 Gramm mehr, die der Wish Funnel im Vergleich zu der Harmony braucht, bis du die raus hast, 4 Gramm sind ein 50stel, genau, 4 mal 50 sind 200, 4 Gramm sind ein 50stel von der Dose, das heißt, du hast 17 Euro geteilt durch 50, Leute, das sind, weiß ich nicht, 15 Cent oder so, die ihr an Tabak spart, nee, weniger. Weniger. Okay, also immer noch nicht 100% da. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Ich glaube, wir sind ungefähr bei 8 Minuten oder so. Die Harmony Bowl ist schon eine Minute auf 100% oder so, aber der Wish Funnel ist immer noch nicht ganz da. So Leute, ich würde sagen, wir machen mal den Side-by-Side-Rauchvergleich jetzt nach ungefähr 10 Minuten knapp anrauchen. Ich puste jetzt einfach einmal frontal in die Kamera, schneide euch das nebeneinander
und dann könnt ihr das relativ schön sehen. Also, machen wir mal. Ja, also, ich weiß nicht, wie es jetzt auf dem Video rüberkam, aber aus meiner Perspektive 100%iger Gewinner, die Harmony. Natürlich, das Ganze könnte jetzt auch am Kopfbau liegen oder so. Ich habe versucht, es so ähnlich zu bauen, wie es geht. Ich habe versucht, beide Köpfe angenehm auf dem leichten Noppenkontakt-Setup zu bauen. Wir haben gesehen, bei der Harmony hing ein kleiner Fetzen unten dran. Bei dem Wishfunnel hing jetzt kein Fetzen unten dran. Wir haben aber gesehen, dass die Noppen definitiv Kontakt zum Tabak haben. Das habe ich ja auch schon beim Kopfbau gemerkt. Das heißt, auch da könnte die Harmony vielleicht einen ganz kleinen Vorteil haben, weil sie minimal mehr Kontakt hat. Aber es ist so ähnlich, wie es eben jetzt ging, Leute. Würdet ihr mir jetzt genau in der Situation die beiden Köpfe hinstellen und einfach sagen, blind, gut, blind ist ein bisschen schwer zu sagen, blind wäre das Ganze auf jeden Fall nochmal deutlich krasser. Also ich weiß nicht, ob es unerfahrene Raucher blind rausfinden würden. Ich würde sagen, nein. Wenn du einen sehr advanced, also jemanden, der sehr viel Shisha raucht, hinsetzt, würde ich sagen, kann man den Unterschied rausfinden. Ich muss aber dazu sagen, dass er nicht mega krass ist. Also blind, ne? Blind, ne? Wenn du das siehst, dann merkst du sofort, okay, Harmony Bowl ist mehr Rauch. Aber Leute, zieht mal wirklich komplett blind einen Kopf an und sagt mal, wenn der Rauch da ist. Das ist fucking schwer. Es ist wirklich sauschwer. Aber wenn ihr mir jetzt so die beiden Köpfe hinstellt, also so wie ich es halt gerade gemacht habe, ne? Und mir jetzt sagen würdet, entscheide dich mal. Im Moment würde ich auf jeden Fall die Harmony Bowl nehmen. Ist sie 22 Euro mehr wert? Das ist schwer zu sagen. Es ist nicht schlecht. Vor allem, wenn du überlegst, dass der nur 3 Euro und 3 Euro Versand kostet. Wenn du den für 6 Euro bekommst, ist gar nicht so übel. Ist gar nicht so übel. So, ich habe jetzt beide Köpfe ungefähr eine Dreiviertelstunde geraucht. Bei dem Wish Funnel sind immer noch 2 Kohlen drinne und eine auf Kipp. Bei der Harmony Bowl musste ich die gekippte runternehmen. Ansonsten wäre es bei der Harmony Bowl zu viel genommen. Also die Harmony Bowl kommt mit weniger Hitze aus als der Wish Funnel. Ich schätze mal, weil der Wish Funnel eher mit direkter Hitze arbeitet. Vielleicht ist der Ton nicht so geil, um die Hitze schön in den Tabak weiterzugeben. Oder er speichert das nicht so nice. Das heißt, man arbeitet eher direkt mit der Hitze, die man in den Kopf zieht. Die Harmony Bowl scheint die Hitze besser aufzunehmen. Kann man beide. Also bei dem Wish Funnel kann ich relativ hoch gehen. Die Harmony Bowl ist mir schon hier. Ne, da wird die schon zu heiß. Also auch der Wish Funnel ist hier unten relativ kühl, da kann ich relativ weit hochgehen, ohne dass es warm wird. Bei der Harmony Bowl merke ich schon hier, die ist warm und hier oben wird es schon langsam unanfassbar. Also die Harmony Bowl speichert safe die Hitze besser, heißt, ihr könnt mit weniger Hitze von oben, die neu dazukommt, arbeiten. Was auch dafür sprechen würde, dass der Geschmack intensiver ist und der Rauch besser ist, weil der ganze Funnel an sich noch mehr Hitze an den Tabak abgibt. Aber wir ziehen nochmal an beiden und gucken mal, wie die Rauchentwicklung jetzt nach ungefähr 45 Minuten ist. Sehr angenehme Rauchentwicklung. Aber Harmony Bowl gewinnt meiner Meinung nach immer noch. Der Unterschied ist aber kleiner geworden vom Rauch. Könnte man also jetzt mehr auf den Kopfbau schieben, dass vielleicht die Harmony doch ein bisschen besser gebaut hat. Die Harmony habe ich halt auch schon, keine Ahnung, hunderte Male gebaut. Und den Wish Funnel habe ich jetzt 3 Mal vor dem Review geraucht, habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Und jetzt eben der 1:1 Live-Vergleich von beiden. Als ich den Kopf geraucht habe, war es auf jeden Fall nicht negativ. Also ich habe mir jetzt nicht die ganze Zeit gedacht, so, Digga, ich will das nicht, ich will nicht diesen Kopf rauchen, bitte, bitte, bitte gib mir wieder meine Harmony Bowl. Jetzt, wo ich es 1:1 vergleiche, muss ich schon sagen, wenn ich mich entscheiden würde oder müsste, würde ich auf jeden Fall die Harmony nehmen, aber auch der Wish Funnel definitiv nicht übel. Also Fazit von dem Video ist auf jeden Fall, kann man machen, ist schön günstig, funktioniert, gar nicht so übel, ist auf jeden Fall viel besser, als ich gedacht hätte. Aber die Harmony Bowl performt meiner Meinung nach trotzdem nochmal ein bisschen besser und halt irgendwie, es fühlt sich professioneller an. Wisst ihr, der Kopf ist wirklich konzipiert, der soll die Hitze aufnehmen, der gibt die Hitze gleichmäßig an den Tabak ab, hält sich konstanter, hat sich auch irgendwie schneller anrauchen lassen, was ich nicht erwartet hätte, aber hält trotzdem jetzt gut die Hitze. Der Wish Funnel arbeitet eher mit der Hitze, die er wirklich von oben bekommt, deswegen, also schließe ich mal daraus, weil ich hier 3 und damit 2 Kohlen rauche und das immer noch besser performt als das. Der Unterschied, Leute, wenn ihr mich fragt, 15% besser ist die Harmony Bowl gegenüber dem Wish Funnel, vielleicht 20%.
Ob es euch das wert ist, jetzt 28 Euro statt 3 Euro auszugeben, das müsst ihr wissen. Für mich ist ein Kopf immer ein Investment, was sich dann über lange Zeit lohnt. Weil wenn ihr das Ding nicht runterschmeißt, dann hält er euch ja ewig. Ne? Ganz klare Sache. Was ihr macht, müsst ihr im Endeffekt entscheiden. Ich finde es da definitiv geiler, irgendwie Hookah John, eine etablierte Shisha-Marke, zu unterstützen, als irgendwelche Chinesen, die irgendein Design geklaut haben und da jetzt halt Köpfe machen. So. Aber wenn ihr nur 6 Euro habt, dann ist die Sache easy. Dann nehmt den Wish-Funnel, dann könnt ihr mal in Funnel reinschnuppern. Leute, schreibt mir gerne eure Gedanken zu diesem Test hier unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich hätte gedacht, dass es viel krasser ist, aber Fazit, es geht auf jeden Fall klar, aber Harmony Bowl ist auf jeden Fall immer noch geiler. Ansonsten gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen, Leute, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.